Die Fuhren mit den abgeernteten Bananen treffen im Bananenbahnhof ein. Sollten einmal abgeerntete Bananen nicht der geforderten Qualität entsprechen, wird die Ernte im betreffenden Block sofort eingestellt. Die Bananenhände werden mit einem sehr scharfen Messer vom Strunk des Bananenbüschels entfernt und kommen sofort in ein Kaltwasserbad. Hier werden sie wiederum einer Sichtprüfung unterzogen und in Cluster von 5 bis 7 Fingern zerteilt. Die Bananen bekommen ihr Gütesiegel, den Dole-Sticker. Jetzt sind die Bananen fertig zum Verpacken in den Bananenkarton. Der Packer markiert seine Kiste und legt die Bananencluster nach einem bestimmten System in den Karton. Jeder Karton muss mindestens 18,14 Kilogramm Bananen enthalten. Die fertigen Paletten kommen in den Lastwagen und verlassen sofort die Bananito-Farm in Richtung Hafen. Hier der wundervolle Blick auf das Dole Container Terminal und den Hafen von Moin. Bis zu 2000 Container können im Container Terminal gelagert werden. Hier werden die Container geprüft, gereinigt und zu den Plantagen geschickt. Die mit der geernteten Ware gefüllten Container werden gewogen, geprüft und erneut von außen gereinigt. Wenn alles in Ordnung ist, werden die Container versiegelt und zum Hafen von Moin gebracht. Die Paletten werden mit einem Kran in den Laderaum des Schiffes gehoben. Das Dole-Schiff hat 4 getrennte Laderäume mit einer Tiefe von 3 bis 4 Stockwerken. Alle Container sind an Deck verstaut und das Schiff kann sich jetzt auf die Reise nach Europa machen. Das Dole-Schiff verlässt den Hafen von Moin mit 2194 Paletten Bananen für Europa an Bord. Die Bananen verbringen den Transport über den Ozean in einer kontrollierten Atmosphäre. Das Dole-Schiff fährt in den Hafen von Antwerpen in Belgien ein. Sobald frische Ware eintrifft, überprüft der Reifemeister die Früchte. Es wird jeweils ein Karton einer Palette geöffnet. Als erstes werden alle Bananen einer Sichtprüfung unterzogen. Danach wird die Temperatur im Inneren der Bananen gemessen. Es wird eine einzelne Banane einer Hand entfernt. Der Reifemeister zieht die Schale von der Frucht ab und kann erkennen, ob die Bananen richtig gelagert und transportiert wurden. Die Banane wird in 2 Teile gebrochen und das Fruchtfleisch auf seine Farbe hin untersucht. Der letzte Test ist der Latex-Test. Beim langsamen Auseinanderziehen müssen sich Latexfäden bilden. Nun sehen wir fertig gereifte Dole-Bananen. Der Reifemeister zeigt uns auf einer Farbskala die Stufe der Reifung. Nach der Beurteilung der Reifung und einer letzten Sichtkontrolle ist seine Arbeit erledigt. Jetzt können die Bananen auf LKW verladen werden und ihre letzte Reise zum Supermarkt antreten.